Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. So, heute mal ein ganz kurzes Video. Was habe ich vor? Ich gehe einfach mal ein paar Meter zurück. Und ihr seht, das Wetter ist und bleibt dieses Jahr zum Niederknien. Einfach nur am Regnen. Es ist wirklich, tja, es ist bald Winter, aber es ist einfach nur nass. Und hier habe ich jetzt ein Problem. Ihr könnt euch ja erinnern, hier vorne hatte ich diese schöne Fläche gepflastert. Und wie ihr hier am Boden seht, hier ist zwar Gras, aber durch diese extreme Nässe ist einfach alles nur noch ein einziger Sumpf, ein einziger Matsch. So, jetzt komme ich meistens hier von dem Haus und gehe jetzt hier an die Arbeit. Und tja, wie zeige ich es euch am besten? Ihr seht es ja hier, furchtbar, alles matschig und knatschig. Und ich stehe auch bis zum Knöchel in den Matsch. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen schnell noch abändern. Dieses Jahr, bevor hier noch der erste Schnee kommt und ich wirklich dann total am Absaufen bin, möchte ich jetzt einfach hier noch ein paar Trittsteine einsetzen. Wie ihr seht, habe ich mir hier schon eine Einteilung gemacht und habe hier ein paar Löcher ausgegraben. Ja, ich weiß, die sind wieder ziemlich tief geworden bei mir. Aber ich habe schon mehrmals so Trittsteine gesetzt und in den Laufe der Jahre sinken die dann extrem ein. Das möchte ich vermeiden. Deswegen möchte ich hier ein kleines Fundament drunter geben. So, ich habe jetzt hier meine Flächen schon ausgegraben, ausgeschachtet, einfach mit dem Spaten ausgestochen. Wieso ist es teilweise so tief? Ich habe es so tief ausgestochen, bis ich auf festen Untergrund komme. Hier war es halt etwas tiefer und hier hinten ist mehr verdichtet. Hier ist auch so ein bisschen steiniger Boden. Hier ist es dann dementsprechend nicht so tief ausgeschachtet. So, was will ich hier hinlegen? Ganz einfach, ich habe mir hier im Baumarkt diese schönen Granitplatten geholt, ungefähr Stärke 30 mm, sehen recht schön aus, sind auch verdammt teuer leider. Und diese möchte ich jetzt einfach hier hinlegen. Wie gesagt, einfach in den Dreck legen will ich nicht, deswegen klebe ich die jetzt hier auf ein kleines Fundament. Wie setze ich das Fundament oder wie mache ich das Fundament? Hier mische ich mir einfach einen ganz mageren Splittbeton, den mische ich nur erdfeucht an, also nicht zu nass. Ihr seht ja, es ist sowieso alles sehr nass. Gebe das hier ein, lege die Platten auf und schlage sie halt mit einem Gummihammer leicht fest, lege meine Wasserwaage drauf, sodass ich hier eine nette Flucht hinbekomme, sodass das einigermaßen aussieht. Wie bin ich hier auf den Abstand gekommen? Ich weiß, der ist nicht normgerecht, der müsste nochmal enger sein, aber ich habe hier einfach meine Schrittlänge genommen und das ist jetzt hier der Abstand. Zum Anmischen von dem Fundament nehme ich ganz einfach handelsüblichen Zement, der auch dieses Jahr wieder sehr schlecht zu bekommen ist. Sack kostet hier so um die 2,50 bis 3,20, je nach Baumarkt. Etwas Sand, wenn ihr hier keinen Sand habt, nehmt ihr halt Spielsand. Ich weiß, ein Sack kostet auch 2 Euro noch was, aber man braucht ja hier nicht viel. Mischt das etwas, gibt noch vielleicht etwas Split und einige Steinchen hinein, gibt das hinein, legt die Platten auf, schlägt sie etwas mit dem Gummihammer ein und richtet sie mit der Wasserwaage aus. Ich würde euch auch empfehlen, die Platten nicht zu tief in den Dreck zu setzen. Das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder gemacht. Man sieht es ja, bei mir stehen sämtliche Steinkanten immer etwas raus. Hat auch seinen Grund, weil ich möchte, dass sie etwas über dem Rasen stehen. Ihr müsst halt aufpassen, dass sie nicht zu weit rausschauen. Wenn ihr dann mit dem Rasenmäher drüber fahrt, kracht es gewaltig und ihr habt die dann erwischt. Ich würde sie empfehlen, 1 bis 2 cm nur rausschauen zu lassen, sodass eine schöne, deutliche Kante da ist. Wer natürlich das nicht mag, kann diese auch komplett im Boden versenken. Ist aber hier in meinem Fall nicht so schön. Dann schmiert sich der Dreck wieder über die Platten. Und ich habe dann dasselbe Problem, was ich jetzt hier dann auch habe. Ich schmiere dann den Dreck wieder überall hier mit hin. Also mische ich mir jetzt einfach etwas Zement an. So, wie ihr seht, ich habe mich doch dazu entschieden, schnell noch alles in der Karre anzumischen. Mischungsverhältnisse gibt es ja im Internet zuhauf. Wie mische ich an? Eine Karre Split kaufe ich für die Tonne 17 Euro ein, hole ich mir meistens mit meinem Hänger und circa einen halben Sack Zement, Viertel Sack reicht vielleicht auch, je nachdem wie viel Zement ihr nehmt, je härter wird die ganze Geschichte und je schneller härtet es ab. Und dann auch noch mal einen halben Sack Spielsand, das heißt alles was hier in der Karre ist, liegt so um die 3 bis 5 Euro und das reicht für meine Platten. Jetzt gebe ich hier noch etwas Wasser dazu, auf keinen Fall zu feucht machen. Ich mische erdfeucht an. Was ist erdfeucht? Ganz einfach erklärt, das ist erdfeucht. Wenn dann so euer Gemisch aussieht, ist das richtig und ihr könnt loslegen. Macht das auf keinen Fall zu feucht, sonst dauert das ewig mit dem Aushärten.
So, noch ein paar kleine Tipps. Ihr seht, ich habe jetzt hier die ersten Platten gesetzt. Wasserwaage kann ich sie nicht nach vorne setzen. Ich versuche sie so hier in Wasserwaage auszurichten, aber so auch in eine Flucht zu bekommen. Das heißt, ich richte mich einfach hier nach den Randsteinen am Rand, messe rüber und die Abstände zwischen den Platten. Wie bringe ich die Platten in die Flucht, dass sie dann dementsprechend auch ein bisschen nach dem Erdgefälle liegen? Hierfür nehme ich mir einfach einen Richtscheit oder so eine Aluminiumlatte, lege sie drauf und richte so meine Platten aus, dass sie dann dementsprechend auch einigermaßen sitzen. Dann noch ein wichtiger Tipp, ich will ja hier auch wieder Gras ansehen. Gras braucht auch etwas Erdboden, deswegen empfehle ich euch hier rundherum den Zement oder den Beton, mehr zu sagen, etwas einzudrücken oder zu entfernen und das dann mit Erde aufzufüllen. Wenn hier zu viel Zement drunter ist, wächst hier kein Rasen mehr an. Deswegen kann das ruhig etwas tiefer sein. Ihr könnt das auch etwas andrücken, sodass ihr dann auch noch etwas Erde hinbekommt. Dann noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr hier so einen Zementschleier auf den Platten habt, bitte spült den so schnell wie möglich mit Wasser ab. Wenn dieser drauf bleibt und abhärtet, kriegt ihr ihn mitunter ganz schlecht wieder herunter. Dann haben wir mitunter auch etwas tiefere Löcher. Hier muss ich etwas tiefer graben, bevor ich irgendwo einen festen Untergrund finde. Hier könnt ihr auch ein paar Steine noch mit eingeben, sodass ihr nicht zu viel Zement oder mehr zu sagen Beton benötigt. So, die Platten habe ich gesetzt. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber es schifft in Strömen. So, hier wäre das Endergebnis. Ich schwenke hier einfach mal drüber. Ihr seht, ich habe die Platten auch schon gleich etwas sauber gemacht. Und muss ich jetzt aushärten lassen zur Endfestigkeit. Also betreten würde ich die jetzt bei diesem Wetter hier ca. eine Woche mindestens nicht. Und zum endgültigen Aushärten braucht Zementbeton meistens einen Monat. Aber ich schätze, nach ein, zwei Wochen kann man das dann begehen. Dann werde ich auch etwas Erde noch drumherum füllen. Aber ihr seht ja das Chaos hier. Schlamm, Schlamm und noch mehr Schlamm. Auch meine Baustelle säuft komplett ab. So, hiermit sage ich auch erstmal danke fürs Zuschauen bei diesen extrem schlechten Witterungsbedingungen. Ich hoffe, mein Video hat euch wieder mal gefallen und konnte euch etwas weiterhelfen. War dem so, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.